Hey, es wird ein großer Ring natürlich, gell? Kaiser ist? Ja? Nein? Ja, ich glaub's. Ein Kaiser ist so etwas wie ein König, nur viel, viel mehr. Er regiert nämlich nicht irgendein Reich, sondern das Beste, das einzig richtige Reich sozusagen. Nur das Reich Gottes im Himmel ist besser und wahrhaftiger und außerdem unendlich groß und noch dazu ewig. Das alles musste ein Kaiser immer wissen, zumindest im Heiligen Römischen Reich. Schon vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren, auch noch vor rund 200 Jahren. Um das Amt als Kaiser antreten zu können, muss man außerdem erst einmal zum Kaiser gekrönt werden. Dabei wird man vom Papst höchstpersönlich mit einem wohlduftenden Öl gesalbt. Danach erhält man die Reichsinsignien, die sind sehr wertvoll. Der Reichsapfel, der eigentlich gar kein Apfel ist, sondern eine goldene Kugel mit einem Kreuz drauf. Dann das Reichsschwert und die heilige Lanze. Alles für mich? Dann. Ja, steht vernünftig und gewandt. Ich bin August, Edler von Siebenschlag, bist du.
Die Bauern wohl noch ebenso fleißig, doch wenig gedeiht. Die Handwerker arbeiten ebenso fleißig, doch wenig gelingt. Der Herzog ist noch ebenso klug und gerecht, doch kaum einen Streit für mager mehr zu schlichten. Alle Fröhlichkeit ist dahin. Kein Singen erhält die Herzen, keine Musik lädt zum Tag. Stimmt aber sicherlich nicht. Mein Urgroßvater, mütterlicherseits, hat erzählt, dass nämlich er in allem sehr wohl ist. Oh.
wunderschöne Trommel und dem Friedrich 10 Golddukaten. Ernst der Eiserne wird später Herzog. Er heiratet die lustige Zimburgis aus Masowien, die ja eigentlich eine polnische Prinzessin ist. Und Friedrich wird der beste aller Hofschmiede weit und breit. Jeder ehrenhafte Ritter möchte einen seiner kunstvollen Schilde oder Schwerter haben.